Ratet, wer die ganze Nacht geschnitten und nicht geschlafen hat, weil er Angst hatte, dass er seinen Flug verpasst um 10.40 Uhr. Guten Tag oder besser gesagt, guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in einem neuen Video. Ich fliege alleine nach L.A. Viel Spaß in diesem Video, Leute. Ich habe die komplette Nacht durchgemacht. Ich sage so, wie es ist. Aber schaut mich an. Top fit. Wir haben es 8.10 Uhr. 10.44 Uhr ist Abflug. Guten Morgen erstmal. Rucksack auch? Ah, da ist Laptop drin, Vorsicht. Leute, das Wetter ist 10 von 10, ich sage euch so, wie es ist. Wie lange brauchen wir zum Flughafen, Chef? Was schätzen Sie? Ich weiß nicht, es sind 15 Minuten normalerweise, aber wenn Stau ist, ein bisschen mehr. Ich habe nicht geschlafen, aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe eigentlich ziemlich fit aus. Und ich bin jetzt ready für L.A. Ich war erst einmal dort, das ist jetzt, glaube ich, auch schon ein Jahr her. Oder ein bisschen mehr als ein Jahr. Bis jetzt ist L.A. auf jeden Fall noch meine Lieblingsstadt. Für alle, die es nicht wissen, wir fliegen erst nach New York und dann nach L.A. direkt weiter, komplett alleine. Gar keinen Bock. Ich bin jetzt einfach ganz Tag alleine. Ich schau mal, ob ich so Freunde finde. Oder? Yeah, made it out the treasure, this type of life I can't get used to. Number one on YouTube. Ich sag, der Koffer hat maximal 19,5 Kilo. Ja. Keine 20 Kilo. Ich sag euch so, wie es ist. Randy ist ein G. Ich frag dich jetzt sicher, ja, Randy, komm, hör jetzt auf zu faken. Wo ist Lukas? Ich sag euch ehrlich. Lukas ist nicht hier. Ich fliege alleine nach L.A. Ich sag so, wie es ist. Im Flieger, 9 Stunden, werde ich niemals ein großes Geschäft erledigen. Wenn jemand von euch nicht so ein Nest baut, Leute, dann baut ihr es ab jetzt. Randy muss einen extra Security-Check machen. Da hat so 4 SSS auf diesem Ticket drauf mit Ansage. In New York werde ich komplett auseinandergenommen. In meinem Passport war ja in Syrien ohne Bagdad. Das heißt, komplett Game Over für mich. Zweiter Security-Check ist gut gelaufen. War halb so wild. Hey, ich sag so, wie es ist, Ladies and Gentlemen. Randy wird müde. Luke hat Verspätung, aber boarding geht gleich los. Oh, ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ich habe mir Kaugummi besorgt. Ich habe so ein bisschen Ohrenprobleme beim Fliegen. Ich kriege immer nicht Ohrenschmerzen, aber der Druckausgleich. Irgendwie, als Gott mich erschaffen hat, er hat die Funktion irgendwie bei mir vergessen. PC mit iPod wie Pharrell. Gleich geht's in die Luft. Ich sage euch so, wie es ist. Wir sehen uns wahrscheinlich in ein paar Stunden. Ich werde ein bisschen schlafen, ein bisschen klarkommen auf mein Leben. Aktuell, wie gesagt, sehe ich noch gut aus. 9 Stunden später, könnt ihr euch noch erinnern, was Randy gesagt hat, was in New York passieren wird? In New York werde ich komplett auseinandergenommen. Da erkläre ich jetzt trotzdem ganz kurz, was passiert ist. Wenn man nach Amerika reinfliegt, hast du so ein kleines Interview, wo du kurz bei dieser Geldkontrolle so gesagt befragt wirst, was du hier machst, warum du hergekommen bist, so Purpose und bla bla bla. Ich habe ihm so erzählt, was ich mache. Der Typ sagt mir dann so, hey, ist alles cool, aber er kann mich so gesagt hier nicht fertig machen, so da drin. Dann habe ich gesagt, okay, passt. Und dann gibt es so einen Secondary Security Check. Das heißt, ihr geht da durch, dann kommt so ein Officer, der holt euch ab, nimmt euren Ausweis mit und bringt euch in so ein Büro. Gar kein Stress, ich hock mich dort rein, sitzt du so in dem Warteraum, dein Reisepass ist dabei bei den Officern, keine Ahnung, es war so ein Typ mit so einer Kette, die mit so einer Marke da dran, also richtig geil. Der war auch richtig freundlich, richtig cool, so. Der war gar nicht so, hey, sorry, und so. Er so, bro, chill. Auf jeden Fall, ich krieg so 40 Fragen, wo genau in Syrien, wo genau im Irak, wo genau dies, das, blablabla. Und ich erkläre halt alles so grob ich kann, so gut ich noch genau weiß, Alter. Was viele Leute nicht verstehen, Lukas und ich waren in, keine Ahnung, im letzten Jahr in 20 Ländern oder so. Das heißt, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich da 6 Tage war oder ob ich da 2 Wochen war. Weil die Zeit fliegt, wir schlafen, stehen auf, drehen Videos, essen uns den Magen voll, gehen wieder schlafen. Auf jeden Fall, ich krieg Fragen über Fragen über Fragen. Ich habe mich auch verlabert. Ich habe so erzählt, wir sind von Erbil nach Bagdad gefahren und ich weiß es nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall alles verwurschtelt. Dann auf einmal, er so, ja, Bro, du musst schon ein bisschen genauer sagen. So nicht zu genau, aber sag einfach, er war ewig cool am Ende des Tages. Ich bin jetzt durch, es ist alles gut gelaufen, aber ja, es wird wahrscheinlich bei jeder Einreise so für mich sein. Ich komme nicht mehr um 21 Uhr an, ich komme um 0.02 Uhr an. Mein erster Biss in den Staaten, Ladies and Gentlemen. Pepperoni Pizza with some Buffalo's Hot Sauce. Super Winkel, du Anfänger. Ich habe alles im Leben erreicht. Ich sage ehrlich, die Pizza sieht nicht krass aus, aber sie schmeckt deutlich krasser, als sie aussieht. 6 Stunden später. Ladies and Gentlemen, ich kenne auf jeden Fall diesen Flughafen auswendig. Falls ihr Tipps braucht oder so, wo ihr hingehen könnt, was ihr essen könnt, schreibt mir, ruft mich an. Etrand GmbL. Leute, wir haben es geschafft, alle. Wir sitzen endlich in diesem Flugzeug. Danke ist, ich weiß nicht, wie viel Uhr hier ist, aber es ist für mich so Mitternacht. Also für meinen Kopf, gerade in Berlin oder Deutschland, ist es 2.16 Uhr. Ich muss jetzt schaffen, diese 6 Stunden Flug wach zu bleiben. Dann komme ich um 0 Uhr in L.A. an.
dann schlafe ich die ganze Nacht. Ich weiß nicht, wie cool dieser Vlog war. Ich sag's euch ehrlich, alleine unterwegs zu sein und dann gleichzeitig einen Vlog filmen, ist nicht so geil, habe ich jetzt gerade gemerkt. 6,5 Stunden später. We in L.A., baby. Junge, 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 Junge. Ich bin einfach komplett alleine in L.A. What the fuck? Hätte mich das jemand vor ein paar Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer gefeiert, ich sag, was laberst du? Ich sag so, wie es ist. Das war das letzte Mal, dass ich alleine gereist bin. Ich weiß einfach nicht mehr, wie man redet mit Menschen. Ich habe verlernt. Ladies and Gentlemen, wir haben unseren Koffer. Ich bin jetzt in L.A., freut euch auf L.A.-Videos, freut euch auf den ganzen Content, der kommt aus den USA. Vielleicht kommen auch noch ein paar Special-Folgen, es wird auch anderer Content jetzt kommen. Es wird nicht nur Randy mit Burger testen gehen, sondern ich habe mir ein paar Sachen überlegt, ein paar coole Sachen. Deswegen für alle, die die Glocke noch nicht aktiviert haben und den Kanal noch nicht abonniert haben und nichts verpassen möchten, ein Abo dalassen. Es ist kostenlos, es kostet euch nichts, es bringt mir sehr viel. Und in diesem Sinne, gute Nacht. Zu leid. Ich habe mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Es gibt viele Probleme. Erstmal, ich fliege alleine. Was wollte ich eigentlich sagen, Digga? Now look to pay for Zoom like that. To be honest. Der einzige Trick ist, wie ihr den Flug nicht verpasst, Leute. Kommt früh genug. Lukas muss in der Stunde ankommen, Nico ist schon da. Verdammt, das habe ich geliebt, was hier die Sache ist. Ich fahre gerade bei In-N-Out rein, Leute. Die Boys hier sind einfach aus Hannover. Der eine sagt, der hat mich gerade übelst böse angeschaut. Der hat aber nicht gewusst, dass ich Deutsch kann. Dann sagt sein anderer Homie, hey, wo ist Lukas? Junge, was ist das für ein Zufall, Alter.